mitbestimmt und mitgeleitet wird. Und genau, ich bin auch schon seit mehreren Jahren aktiv, habe in mehreren Stücken mitgespielt, habe Regie geführt und bei verschiedenen Projekten auch mitgemacht. Bin jetzt im künstlerischen Betriebsbüro. Wir haben das Festivala jetzt schon im November jetzt das vierte Mal organisiert, wo der Refugee Club Impulse Premiere gefeiert hat. Genau, und im Jugendtheaterbüro ist es so, dass wir uns da wirklich seit mehreren Jahren einfach mit antimuslimischem Rassismus und anderen Rassismen natürlich auseinandersetzen. Und wir versuchen halt auch seit Jahren mit verschiedenen Mitteln irgendwie das auch genau darauf aufmerksam zu machen. Genau, das, weil einfach der Islam in den Medien einfach so krass schon als Feindbild dargestellt wurde, dass auch, genau, ich lese mal ganz kurz vor, ich komme gerade ein bisschen durcheinander, genau, das Feindbild Islam wurde über Jahre von Medien und Politik geschaffen, genau, und wir sehen halt auch keine angemessene Reaktion irgendwie auf diese spezielle Form von Rassismus, die Muslime und vor allem auch Menschen, die als Muslime gelesen werden, die eigentlich keine Muslime sind, erleben. Anstatt darauf zu reagieren, wird halt die ganze Zeit weiter gehetzt mit verschiedenen Mitteln in den Medien und das wird dann als Meinungsfreiheit dargestellt, obwohl es einfach Rassismus ist. Genau, und diese Hetzen haben auch schon sehr viele Opfer gefordert. NSU-Morde, Marwa El-Sherbini und Burak Bektas zum Beispiel. So. Dann wurden aber über Jahre hinweg Bücher von Buschkowski, Sarrazin und Co. geschrieben, die natürlich Bestseller geworden sind, aber Bücher zum Beispiel über Rassismus sind fast gar nicht wirklich so super bekannt. Und letztes Jahr haben halt die Pegida-Demonstrationen angefangen und das hat uns als JTB sehr, sehr, sehr erschrocken, wie viele Menschen da überhaupt auf die Straße gegangen sind, um gegen Muslime und Geflüchtete zu hetzen. Dann wird gesagt, sie sind keine Rassisten, sie kommen aus keinem rechten Flügel, aber was sind die dann? Und das sind halt die Früchte, die die Medien die ganze Zeit produziert haben und das Feindbild Islam somit geschaffen haben einfach, genau. Zum Beispiel nach dem Attentat in Paris sollten sich dann auch auf einmal Muslime dazu positionieren und Je suis Charlie sagen. Aber nach den ganzen Morden, den NSU-Morden oder nach dem Mord an Marwa El-Sherbini oder nach dem Mord an Michael Brown keine ChristInnen sollten sich hinstellen und sagen Je suis Marwa oder Just wie Michael Brown. Und genau. Dann Andreas Breivik zum Beispiel, sind auch Themen, die wir behandelt haben, wo wir uns denken, dieser Typ wird einfach als irrer Krimineller hingestellt, der natürlich nicht im Namen von Christen gehandelt hat, wobei er selber geschrieben hat, dass er im Namen von Christen handelt. Und der steht aber in den Medien nur als verrückter Psychopath da. Genau, und Muslime oder genau als Muslime gelesene Menschen werden halt, erleben halt täglich verschiedene, ist mein Mikro eigentlich an, ja? Erleben halt täglich Arten rassistischer Diskriminierung, sei es verbal oder physisch, am Arbeitsplatz, in der Schule, auf der Straße, beim Einkaufen oder eben im Theater. Genau, und das Theater ist halt für uns sehr wichtig. Wir verfolgen in unserer Arbeit politische Formen des Theaters, inspiriert von Brecht und Boal, möchten wir mit unseren Stücken und unserer Arbeitsweise die Welt aus den Augen der Unterdrückten sehen. Und wir sind auch deshalb sehr, sehr, sehr glücklich, von Anfang an Teil von der Kampagne gewesen zu sein. Und genau. Theater beziehen sich in einer seit langem nicht mehr für Refugees hinnehmbaren Situation Stellung und unterstützen ihren selbstorganisierten Protest, der leider immer wieder in der Öffentlichkeit kriminalisiert wird. So, ja. Die Forderungen, die sie haben, sind einfach nur gleiche Rechte für alle. Dass viele Theater in Deutschland sich solidarisch zeigen, begrüßen wir sehr, denn in unserem Projekt Kultur auf setzen wir uns mit Zugangsbarrieren und Ausschlüssen in Theatern auseinander und sehen leider, dass viele Theater und Kulturinstitutionen negative, stereotypisierende Bilder von nicht-weißen Menschen reproduzieren.
Auch die Position auf und hinter der Bühne bis in die Führung sind meistens nur mit weißen Menschen besetzt. Das spiegelt natürlich nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit. Wir erhoffen uns, dass diese vielen Theater- und Kulturinstitutionen diese Chance nutzen und sich auch selbst hinterfragen und ihre Strukturen, Themen und Darstellungspraxen verändern. Genau, am Samstag, wie schon gesagt, werden wir halt im Jahr das Stück von dem Refugee Club sehen und auch über solche Themen auf dem Podium, auf dem Panel diskutieren. Und genau, und für uns ist es halt einfach mega wichtig als Theater, das sagen wir auch immer, dass wir politisch bleiben und dass wir immer irgendwie eine Bewegung sind, dass wir eine Bewegung sind, dass wir mit den Refugees sind, dass wir verschiedene Sachen mitmachen, und deshalb ist es für uns selbstverständlich einfach, dass wir bei dieser Kampagne mitmachen und von Anfang an dabei sind. Deshalb kommt alle auf jeden Fall, ne? 21.3. und so. Bescheid.